Christian Dorda, eine 13-0 Niederlage in Verl. Was sagst du zum Spiel? Ja, absolut verdient verloren. Wir hatten erste Halbzeit so gut wie keinen Zugriff. Wir haben uns wirklich jedes Mal zwischen die Ketten gespielt. Haben sich natürlich gut in den Räumen bewegt. Wir waren immer, glaube ich, gedanklich einen Ticken zu spät dran. Das haben sie halt auch absolut gnadenlos ausgenutzt. Und deswegen war auch das Halbzeitergebnis 2-0 absolut in Ordnung. Dann haben wir natürlich, wir waren sauer alle und wollten aus der Kabine rauskommen und dann es deutlich besser machen. Das haben wir auch dann, glaube ich, anfangs sehr, sehr gut getan. Hatten auch die Möglichkeit zum Anschlusstreffer und kriegen dann durch eine Aktion den Nackenschlag mit dem 3-0 und dann sind wir noch einer weniger nachher und dann ist halt die Messe gelesen. Was bedeutet das Spiel jetzt im Kampf gegen den Abstieg für euch? Ja, es ist halt so, wir brauchen Punkte, die Spiele werden weniger. Es war ein wichtiges Spiel. Wir müssen langsam punkten, das ist uns allen bewusst. Und jetzt geht's los. Nächste Woche gegen Türkgücü, das Dresdner Spiel fällt ja aus. Nächste Woche in München müssen wir auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung zeigen, kompakter stehen und wir müssen uns einfach belohnen, wir brauchen Punkte. Ihr wart die stärkste Abwehr der Liga. Was ist passiert? Woran liegt es, dass sich das geändert hat? Woran liegt es? Ja, momentan fressen wir wirklich sehr, sehr viele Gegentreffer. Die werden momentan sehr, sehr, sehr hart bestraft. Meistens sind es erst die erste Chance sofort ein Tor. Wir verteidigen, glaube ich, als Mannschaft momentan nicht geschlossen genug, machen einfach zu viele individuelle Fehler und deswegen geht es im heutigen Fall, war es absolut vernichtetes 3-0. Du hast es gerade schon angesprochen, das Dresden-Spiel fällt aus, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Wie bereitet ihr euch vor? Ja, wir müssen natürlich jetzt hier ein paar Sachen ansprechen, natürlich, weil so geht es nicht weiter. Es geht um Verein, es geht für einzelne Spieler. Wir brauchen die Punkte und nichtsdestotrotz werden wir jetzt trotzdem die Köpfe nicht hängen lassen und versuchen, doch vielleicht ein positive Stimmung reinzubekommen, weil das Spiel in München ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das weiß auch jeder Spieler. Dankeschön.